Wenn du selbstständig bist oder Selbstständige beschäftigst, dann kommst du immer in den Verdacht, dass du vielleicht einen Verstoß gegen die Arbeitsgesetzgebung begehst, sprich Scheinselbstständigkeit begehst. Dann bist du sehr interessant für die Behörden, nicht nur die Steuerbehörden, auch die Rentenversicherung, das Arbeitsgericht. Sehr viele verschiedene Behörden interessieren sich für sogenannte Scheinselbstständige und es drohen neben hohen Strafen auch wirklich vernichtende Maßnahmen, Rückzahlungen über Jahre, Haft, Pfändungen. Du bist in Gefahr. Was man dagegen tun kann, erzähle ich gleich. Herzlich willkommen bei Glück, Kanzlei für Strafrecht. Mein Name ist Christina Glück. Ich bin Strafverteidigerin und Gründerin der Kanzlei. Heute spreche ich wieder mal über Selbstständigkeit bzw. Scheinselbstständigkeit. Denn es ändert sich immer wieder nicht nur das Gesetz, sondern vor allen Dingen auch die Rechtsprechung oder auch die Ansichten der Ermittlungsbehörden. Nun, das Problem in Deutschland ist, dass die Rentenkasse leer ist. Es gibt immer mehr Rentner, die aus der Rentenkasse bezahlt werden und immer weniger abhängig Beschäftigte, die in die Rentenkasse einzahlen. Wobei man dabei natürlich auch wissen muss, dass das ein Sozialvertrag ist. Das heißt, derjenige, der heute seinen Beitrag monatlich in die Rente einzahlt, das ist nicht ein Sparbuch für ihn, sondern der zahlt den Rentner, der gerade Rente ausbezahlt bekommt. Ein Kollege von mir sagt immer, die Renten schwimmen auf der AIDA, aber das ist natürlich sehr überspitzt formuliert. Da die Rentenkassen also leer sind und immer weniger Gelder einnehmen, überlegt der Staat, wie er die Rentenkasse füllen kann. Ich spreche von der Kasse der Deutschen Rentenversicherung, nicht von freiberuflichen Versorgungswerken, betrieblichen Altersvorsorgen oder privaten Altersvorsorgen. Ich spreche von der Deutschen Rentenversicherung. Und der Staat hat sich überlegt, wir gucken jedes Verhältnis, in dem keine Sozialabgaben gezahlt werden, genau an. Jedes Arbeitsverhältnis, jedes Tätigkeitsverhältnis und prüfen genau, ob das tatsächlich richtig ist. Es geht also nicht, dass jemand sagt, ich arbeite jetzt auf eigene Rechnung, ich melde mein Gewerbe an und dann muss ich keine Beiträge mehr in die Rentenversicherung einzahlen. Das gilt für Freelancer, also freie Mitarbeiter, diejenigen, die ein Gewerbe anmelden, für Handwerker und die sogenannten freien Berufe. Architekten, Ärzte, Anwälte, Notare. Das sind Berufsgruppen, die klassischerweise auf eigene Rechnung arbeiten und deswegen, wenn sie selbstständig arbeiten, nicht in die Rentenversicherung einzahlen. Die Gefahr ist, dass das nicht genügt, einfach zu sagen, ich arbeite selbstständig, sondern dass das sehr genau überprüft werden kann anhand von vielen Punkten. Man kann also große Fehler begehen, wenn man sich einfach mal so selbstständig macht, ohne irgendetwas zu prüfen, ein Gewerbe anmeldet und dann einen Auftraggeber oder mehrere bedient, mit was auch immer. Und wenn die Prüfung beginnt und zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung zusammen mit dem Zoll den Verdacht hat, dass das gar keine echte selbstständige Tätigkeit ist, sondern dass diese Tätigkeit der Versicherungspflicht unterliegt und dass derjenige, der da arbeitet, aus den Einnahmen in die Rentenversicherung hätte einzahlen müssen, so kann über Jahre zurückliegend sehr viel Geld gefordert werden von demjenigen. Das heißt, das wird richtig teuer. Das Stichwort heißt Scheinselbstständigkeit. Derjenige, der behauptet, er wäre selbstständig, ist das nur zum Schein. Was ist eine Scheinselbstständigkeit? Nun, wenn jemand eine Tätigkeit ausübt, keine Abgaben in die Rentenversicherung abführt und auch nicht unbedingt der Krankenversicherungspflicht unterliegt, also diese ganzen Lohnnebenkosten spart, aber tatsächlich in einem abhängig Beschäftigungsverhältnis steht, zum Beispiel, weil er nur einen einzigen Auftraggeber hat. Betroffen können also alle sein, die Rechnungen stellen. Das kann ein Übungsleiter sein, der einem Fitnessstudio Unterricht gibt oder Trainierende betreut, jeden Monat seine Rechnung für seine Stunden einreicht und vielleicht noch mit Mehrwertsteuer versieht, mit Umsatzsteuer, aber eben das Fitnessstudio an sich nur diese Rechnung bezahlt, aber keine Abgaben in die Krankenversicherung, in die Arbeitslosenversicherung, in die Rentenversicherung. Das Gleiche gilt, wie gerade auch schon gesagt, auch für Ärzte, Anwälte, Notare.
Und selbstverständlich betrifft es auch das Thema Scheinselbstständigkeit, also die Gefahr, eine Straftat zu begehen und nicht genügend zu bezahlen, diejenigen, die die Auftraggeber sind, beispielsweise das Fitnessstudio oder eine Klinik. Wie sind also momentan die Prüfungen, ob jemand, der tätig ist, tatsächlich rechtmäßig selbstständig tätig ist oder ob es sich um eine Scheinselbstständigkeit handelt, die nachversichert werden muss, für die möglicherweise sogar 5 bis 10 Jahre lang Sozialversicherungsbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge nachentrichtet werden müssen über das gesamte Einkommen, das er in diesem Zeitraum mit dieser Tätigkeit erzielt hat. Da gibt es so einen Katalog, der steht nicht im Gesetz, der wird durch die Richter gebildet, der findet sich in Gerichtsentscheidungen, der wechselt eben auch manchmal und anhand dieses Kataloges kann man dann einsortieren, ist derjenige tatsächlich selbstständig und hat sich ordnungsgemäß verhalten oder ist er scheinselbstständig und sowohl derjenige, der ihm Rechnungen bezahlt hat, als auch er selbst, die Rechnungen geschrieben hat, haben sich strafbar gemacht und müssen nachentrichten. Wenn der Auftraggeber eine Weisungsbefugnis hat, kann das schon ein Grund sein, dass es sich um Scheinselbstständigkeit handelt? Ja, es ist eigentlich üblich, dass ein Auftraggeber eine Weisungsbefugnis hat. Wenn ich einen Klempner bestelle, möchte ich dem auch sagen können, was er zu reparieren hat und wie er sich zu verhalten hat und dass er am besten die Füße abstreift, wenn er in die Wohnung kommt. Aber das ist ein Gesichtspunkt, dass eine Weisungsbefugnis tatsächlich auch zu Scheinselbstständigkeit führen kann, weil derjenige nicht mehr frei in seinen Entscheidungen ist. Wir sind also in einem sehr nebulösen Raum. Wenn der Auftraggeber die Arbeitszeit und dann den Arbeitsort vorgibt, auch das kann ein Zeichen für Scheinselbstständigkeit sein und auch das ist bei den meisten beruflichen Tätigkeiten oder Aufträgen, wenn Sie an einen Handwerker denken, so gegeben. Wenn es Kontrollpflichten gibt, wenn es eine Aufsichtsmöglichkeit über die Arbeit gibt, wenn es eine Absprache über den Urlaub gibt, das alles sind Punkte, die der Zoll und die Rentenversicherung genau prüfen. Wie ist es mit Fahrzeugen? Benutzt derjenige sein eigenes Fahrzeug oder verwendet er ein Fahrzeug des Auftraggebers? Was ist mit Arbeitsmitteln? Hat er sein eigenes Material oder nutzt er das Material des Auftraggebers? Das wird ein bisschen schwierig, wenn man eine gebundene Reparatur ausführt, bei der es nur ganz spezielle Werkzeuge gibt, die man sich gar nicht anschaffen kann. Ist das noch eine selbstständige Tätigkeit? Ist das überhaupt möglich? Hat derjenige, der selbstständig arbeitet und Rechnungen stellt, eine Haftpflichtversicherung? Hat er einen eigenen Steuerberater? Da kann ich schon aus der eigenen beruflichen Erfahrung sagen, dass 90% der Fälle, die bei uns ankommen, weder eine Haftpflichtversicherung noch einen eigenen Steuerberater vorweisen können, weil sie sagen, unser Gewerbe ist so klein, das würde sich ja gar nicht lohnen. Frage ist auch, wie weit der Auftraggeber einbindet. Das heißt, bindet er in seine Organisation ein? Will er Absprachen? Will er Teambesprechungen? Gibt er möglicherweise im Rahmen einer Software etwas vor, die derjenige, der für ihn per Rechnung tätig wird, auch nutzen muss? Das alles sind Punkte, die darauf hinweisen können, dass es sich um eine Scheinselbstständigkeit handelt und der Auftraggeber eigentlich denjenigen, den er da gerade mit Arbeit betreut, bei sich sozialversicherungspflichtig beschäftigen muss. Egal, ob derjenige das möchte oder auch nicht. Die gefährlichsten Punkte sind die, wenn jemand freiberuflich oder selbstständig arbeitet und keinerlei eigene Mitarbeiter hat, wenn er nur einen einzigen Auftraggeber hat oder wenn er zu 5/6 aus einem einzigen Auftragsverhältnis seine Einkünfte geriert. Bei diesen drei Punkten kann man relativ sicher sagen, dass der Verdacht der Scheinselbstständigkeit nicht nur erhoben wird, sondern dass tatsächlich auch das Strafverfahren eingeleitet wird und Nachzahlungen in sehr großer Höhe gefordert werden, plus natürlich entsprechende Strafen verhängt werden. Muss ich jetzt also warten und wurschtel einfach mal vor mich hin und irgendwann kommt der Zoll und prüft mich mal und dann wird das große Fragezeichen geklärt, ob ich jetzt die letzten 5 Jahre richtig gehandelt habe, keine Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt zu haben oder ob ich vielleicht doch selbstständig bin und das anerkannt wird. Nein, ich muss nicht abwarten. Es gibt die Möglichkeit, vorher bei der Krankenkasse oder bei der deutschen Rentenversicherung anzufragen, zu erklären, welche Art der Tätigkeit man plant und darum zu bitten, dass der Status, der rentenversicherungspflichtige Status, geprüft wird. Das nennt sich Statusfeststellungsverfahren.
Früher war das so, dass das Fehlen eines solches Verfahrens den Auftraggebern zur Last gelegt wurde. Das hat sich geändert. Wenn das fehlt, wird es auch dem Auftragnehmer zur Last gelegt. Also auch diejenigen, die die Arbeit geleistet haben, sind nicht mehr außen vor, mit Strafverfahren von erheblichen Strafen und Rückzahlungsforderungen überzogen zu werden. Nun raten wir aber dringend davon ab zu sagen, schreib da mal einen Brief an die Deutsche Rentenversicherung, dann teile ich denen mit, was ich so vorhabe, lege am besten auch gleich meine Aufträge oder meine Vereinbarungen, meine allgemeinen Geschäftsbedingungen mit bei und dann werden die schon genauso überzeugt sein wie ich, dass ich selbstständig tätig bin. Ich werde also einen Persilschein bekommen, dass ich nicht in die Rentenversicherung einzahlen muss und dass ich selbstverständlich für diesen Auftraggeber diesen Auftrag erledigen darf. Wir raten davon ab, weil das sollte ein Anwalt prüfen, wenigstens ein Fachanwalt für Sozialrecht, am besten auch ein Fachanwalt für Strafrecht mit dazu. Da sind so Kleinigkeiten, die falsch formuliert sind, die sehr schnell dazu führen, dass ein solcher Antrag abgelehnt wird. Und wenn er erstmal abgelehnt wurde, gibt es ein Riesenproblem. Vielleicht noch ein gerichtliches Verfahren, sozialgerichtliche Verfahren dauern in der ersten Instanz ungefähr um die 5 Jahre. Das heißt, man kann sich ausrechnen, dass die Tätigkeit, die geplant ist, die nächsten 5 bis 7 Jahre nicht ausgeübt werden kann oder nur mit einem großen Risiko. Also lieber den Antrag von einem Anwalt prüfen lassen, so dass er ordnungsgemäß gestellt ist und auch große Erfolgschancen hat, als das selbst mal schnell vorzubasteln und loszulegen. Die Ablehnungen sind auch häufiger als die Freigaben, weil wir wissen ja, die Rentenkasse ist leer. Was passiert nun, wenn entweder die Sozialversicherungsbehörde sagt, du hast die letzten 3 Jahre zwar gearbeitet, aber du hättest angemeldet werden müssen und dein Arbeitgeber, dein Auftraggeber hätte für dich in die Sozialkassen einzahlen müssen. Das habt ihr nicht getan. Nun, es gibt ein sozialrechtliches Verfahren, bei dem genau berechnet wird, wie hoch die Beiträge sind für Krankenkasse, Arbeitslosenkasse, Umlagen und Rentenversicherung. Dieser Betrag wird nachgefordert mit Säumniszuschlägen, mit Zinsen durch die Deutsche Rentenversicherung und gleichzeitig gibt es auch ein Strafverfahren und je nach Höhe, das kann man sich ausrechnen, bei mehreren Jahren ist es eine große Höhe, wird es ein Strafverfahren vor dem Amtsgericht oder dem Landgericht geben. Wenn die 500.000-Euro-Grenze überschritten ist, kann man auch damit rechnen, dass Untersuchungshaft angeordnet wird, weil die Strafverfolgungsbehörden sagen, Fluchtgefahr ist ein hoher Strafverfahren. Anspruch im Raume über 2 Jahre. Es wird wohl einen Freiheitsentzug geben und gleichzeitig werden nicht nur die Sozialversicherungsbeiträge nachgefordert, sondern der Staat möchte auch nochmal Geld haben für entweder eine Bewährungsauflage, wenn man Glück hat, oder eben eine Geldstrafe oder eine Auflage. Und die Staatsanwaltschaft wird in der Höhe der Gelder, die der Zoll und die Deutsche Rentenversicherung ausrechnen, sagen wir mal 500.000 Euro, den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber pfänden. Und diese Pfändung wird auch im Falle einer Verurteilung bestehen bleiben. Es gab vor kurzem ein klärendes Urteil unseres obersten Gerichtes, des Bundesgerichtshofs, der gesagt hat, egal in welchem Verfahren, sogar in Jugendstrafverfahren, der Arrest muss immer ausgesprochen werden. Das, was durch die Tat erlangt wurde, muss entweder als Sache, klaute Kamera, oder als Geldbeitrag gepfändet werden, arretiert werden und eingezogen werden. Das fließt in diesem Fall natürlich dann in die Versicherungskassen, aber wenn die nicht ganz abrufen, das Strafgericht der Ansicht war, es ist mehr, die Summe ist höher als das, was die Rentenversicherung gefordert hatte, dann bleibt das bei der Staatskasse. Wenn euch das ein bisschen gefallen hat, interessiert hat, dann freuen wir uns über jedes Like und über jeden Abonnenten. Ihr dürft gerne in den Kommentarfunktionen mit uns kommunizieren. Wir beantworten das alles so gut wir können.